hatte er das Trippenland genug. Jetzt konnte Kabarettist Fifi Bissegger seinen nackten Körper endlich seinem Premierenpublikum in der Walfischgasse präsentieren. Und die fanden das offensichtlich super. Es ist natürlich geil, wenn man einfach die Sau rauslassen kann und Vollgas geben kann und die Leute sagen, Alter, was will der von uns? Total irritierend. Ne? Wenn man den Fifi mag, dann ist das das Programm, was alles von ihm zeigt. Ich finde, das zeigt alle Facetten, die der Fifi hat, die man nämlich wirklich vielleicht nicht kennt. Ja? Immer das alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich weiß zwar nicht wie, aber dass ich mit 47 Jahren als arbeitsloser Stripper mit Schulden daheim bei meiner Mama wohne, dem auch nicht denkt. Ich glaube nicht, dass der Fifi so ist, wie er da oben spielt. Natürlich nicht. Er ist eine Kunstfigur, die behauptet, ich zeige jetzt alles von mir her. Und das ist es. Also ich glaube nicht nach diesem Abend, dass man sagt, jetzt kenne ich ihn ein bisschen besser. Wie viel gibst du den Preis von dir selbst? Sehr viel. Man glaubt gar nicht, wie viel Privatpersönliches in diesem Programm drinnen steckt. Und es ist schön, es gibt halt keine Grenze zwischen dem Mike und dem Fifi Bissegger, sondern die Leute können selbst entscheiden. Und das sind halt, ja, für mich das Schönste, dass ich eigentlich Teile aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit so öffentlich machen kann.